Also ich klingel dann jetzt. Nee. Warum nicht? Ist doch schon wieder ein Kerl. Ja und? Ja, es wäre doch Zeit, dass wir mal eine Frau interviewen. Komm noch. Dann mach. Ich bin der Kai Jordens, aber wahrscheinlich besser bekannt als Narren-Kai, Hofnarr und Gaukler seit langer Zeit. Also Überbegriff Gaukler kann man sagen, aber eigentlich die korrekte Berufsbezeichnung ist wirklich Hofnarr. Und die Leute zum Lachen zu bringen, das war schon immer irgendwie meine Leidenschaft, ja. Wie ist mit euer Vorname? Burkhard. Der Name des Königs war Burkhard. Und ein Applaus für Burkhard! Und dann fing das an, dann haben wir eben so während der Schulzeit mit Freunden zusammen, haben uns gegenseitig Tricks beigebracht, jonglieren und Einradfahren und so und haben dann halt so erste Auftritte gemacht. Und ich war immer mehr unterwegs und immer seltener in der Schule. Ich habe dann auch das Abi nicht gemacht, ich habe dann ein bisschen vorher bin ich abgehauen, was natürlich hart für die Eltern war, das war natürlich ein Schock. Das sind eigentlich zwei Schocks in kurzer Zeit. Erst macht er das Abi nicht und dann zieht er als Gaukler die Welt raus. Es war wirklich zwei Wochen, nachdem die Schule vorbei war, bin ich auf so eine fahrende Truppe, die damals Ritterturniere veranstaltet haben, gestoßen. Die haben mich da, haben uns in der Fußgängerzone jonglieren gesehen, in meiner Heimatstadt, in Stade an der Elbe, hoch im Norden, Kleinstadt vor den Toren Hamburgs. Und die haben uns da gesehen und haben uns angesprochen, dass sie da drei Tage gastieren mit ihrer Rittershow und dass sie einen Gaukler suchen für Vorprogramm und in der Pause das Publikum zu unterhalten. Ich war dann so der neue Gaukler, ne? So 18, 19 Jahre alt, grün hinter den Ohren. Und die Eltern haben gedacht, den sehen wir nicht wieder, er kommt jetzt auf die schiefe Bahn. Und dann ging es wirklich nahtlos über und ich habe es dann zum Beruf gemacht. Also ich habe dann von dem Moment an auch davon gelebt. Das war halt auch in der Zeit in den 80er Jahren, 86, 87, wo diese mittelalterlichen Veranstaltungen, die waren noch recht frisch und jung und das fing gerade an so anzusteigen. Und ja, ich sag mal, wenn du dann einen Auftritt hattest, hattest du die Monatsmiete bezahlt und das war eigentlich recht entspannt. Und direkt in der ersten Sommersaison habe ich dann die Gruppe Schwartenhals kennengelernt, die auch mit zu den Urgesteinen der Szene, sage ich mal, gehört. Und die bauten gerade ihren Gauklertross auf. Also Musiker, Puppenspieler, Gaukler, Tänzer, Jongleur, Zauberer. Ja, dann ging's ab. Dann ging's ab. Also die Improvisation und Stand-up ist natürlich ein großes Thema. Man hat natürlich feste Nummern, feste Programmpunkte, aber eigentlich so richtig genial und geil wird's, wenn man wirklich improvisiert. Wenn man guckt, was ist das für eine Situation und was draus bastelt, mit dem Publikum entsteht irgendwas. Und wenn die Leute eben spüren, dass da gerade etwas aus dem Moment heraus entsteht, improvisativ, dann hat das nochmal eine ganz andere Ausstrahlung und Wirkung, als wenn du da irgendwas Einstudiertes aufsagst. Viel wichtiger als was du machst, ist eigentlich, wie du es machst. Also wenn das authentisch ist, was du machst und wenn du das liebst und dann eben noch eine gewisse Leidenschaft und auch eine Qualität hast. Die Narrenfigur war für mich eigentlich dann die ideale Figur, um meine Art von, ich sag mal, Theaterimprovisation zu realisieren. Das war perfekt. Und eben, dass du so reingewachsen bist in die Figur. Ich habe halt schon immer sehr viel gespielt und dann wurde das wie so eine zweite Haut und du hast eigentlich, hat die ein Eigenleben gekriegt. Du musstest irgendwann gar nicht mehr drüber nachdenken, was spiele ich jetzt, wie würde der Narr das spielen, sondern das kam von alleine. Du begibst dich in die Situation mit dem Publikum und schaust einfach, was passiert. Das war natürlich ganz am Anfang, das muss sich ein bisschen entwickeln. Du musst ein gewisses Standing, ein gewisses Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, eine gewisse Erfahrung dafür haben. Aber das wird eigentlich immer runder und immer besser im Laufe der Jahre, weil die Figur sozusagen immer weiter gewachsen ist. Die stand immer sicherer auf dem Boden im Laufe der Zeit. Und das ist vielleicht das große Glück, was ich hatte, dass ich früh eine Figur gefunden habe, die einfach wie Arsch auf Eimer passte bei mir. Und dann eben in den Auftritten, dann merkst du ja, was kommt gut an, was kommt weniger gut an. Und die guten Sachen baust du aus und die schwachen schmeißt du über Bord. Und so wird es dann irgendwie immer runder im Laufe der Zeit. Also ich erinnere mich zum Beispiel noch in Ludwigsburg bei Stuttgart. Da war ich irgendwie 20, 21, also ist lange her. Da kommt dann so ein kleines Mädchen auf mich zu, so ein bisschen unsicher. Guckt mich mit großen Augen an und sagt, hier, das ist für dich. Und gibt mir so einen Zettel. Und die hat mich dann während meines Auftritts gemalt. Und hat dann so mit wackeliger Schreibanfängerschrift, so gerade erst schreiben, dann drunter geschrieben, du bist lustig.
Und ein fettes Ausrufezeichen hat sie dahinter gemalt. Ne? Und in dem Moment habe ich nur gedacht, ich liebe Ludwigsburg. Eine Anfrage über einen Kollegen, nach Japan zu gehen, in Japan zu spielen. 240 Shows in 10 Wochen. Da habe ich echt Routine und Erfahrung gelernt. Nach der Hälfte der Zeit hatte ich die Schnauze voll, aber Gott sei Dank habe ich mich durchgekämpft und dann habe ich echt viel gelernt. Aber mit Kramanzung, mit denen ich früher viel gespielt habe, waren wir in Kiel. Man hat so ein bisschen den Marktplatz gerockt und danach kommt aus dem Publikum einer zu mir, der völlig geflasht war und meinte, er käme so aus dem Verlagswesen und Kinderbücher, ob ich auch mal was geschrieben hätte. Und ich sage, ja klar, soll ich dir mal was schicken? Da habe ich ihm Geschichten geschickt. Plötzlich der erste Verlag, den das angeboten hat, hat gesagt, das machen wir. Ne? Und so ist dann die Figur des kleinen Narren geboren worden, wo dann noch ein weiteres Bilderbücher erschienen sind und ein Theaterstück und ein Hörspiel. Und das war natürlich auch eine geniale Zeit, also dann so Autor zu sein, dann auf der Buchmesse und dann das erste Buch ist ins Koreanische übersetzt worden, ist in Korea erschienen. Das war ich, also zu der Zeit habe ich mich wieder König der Welt gefühlt. Ne? Wie man schwebte immer so gefühlt 50 Zentimeter über dem Boden und dachte, alle müssen einen mit Eurer Majestät anreden. Also jetzt nicht so im Sinne von, man ist total eingebildet, aber für so einen Jungen, ich war ja immer noch in meinen 20ern, sag ich mal, ne? Das war schon irre. Die Buchhändler waren teilweise sehr irritiert. Ne? So dachten, jetzt kommt eine Autorenlesung und dann kommt da so ein knallbunter Hofner und nimmt da den halben Laden auseinander. Spannende Zeit war auch die Zeit beim Kinderfernsehen, wo wir immer im Ersten, immer Samstagvormittags so das Kindervormittagsprogramm 4 Stunden moderiert haben. Wobei ich da sagen muss, letztendlich war das nicht meine Welt. Also ich habe gemerkt, das war zwar live, aber es gab kein Publikum im Studio. Das heißt, du hattest nicht so direkt Ansprechpartner vor der Nase. Ne? Du hast immer alles in die Kamera, in die Glaslinse da gespielt. Und das war eine spannende Zeit. Irgendwie so 28 Sendungen ein Jahr lang gemacht. Aber dann war auch gut. Also ich habe gemerkt, ich möchte Live-Publikum. Ich möchte mitten rein auf die Marktplätze, auf die Bühnen, in die Städte. Aber natürlich hat das mal besser, mal schlechter geklappt, sage ich mal. Ne? Ich erinnere mich zum Beispiel noch an einen Mittelaltermarkt, wo ich auch relativ anarchisch drauf war und auf dem Markt unterwegs war. Und dann war da so ein Riesenschrank, so ein Bär mit langen Haaren und Zopf hinten. Und ich lief da so rum und hab den dann so in meinem Übermut so wie an so einer Klingel, Ding-Dong, so am Zopf hinten gezogen. Ne? Und der dreht sich um, so ein Hühne, und guckt mich an mit so einem versteinerten Blick. Und ich dachte, oh oh. Und dann ich dachte, der knallt mir jetzt eine. Aber nee, der hat dann seine Hand wie so ein Schraubstock nur auf meine Schulter gelegt, hat irgendwas gemurmelt und hat gesagt, jetzt bist du verflucht. Hat die wieder weggenommen und ist gegangen. Und ich stand da irgendwie mit meinen Anfang 20 und dachte, was heißt das jetzt? Habe ich jetzt ein Problem oder nicht? Und ich weiß, da bin ich zum Quacksalber, zum Quacki gegangen auf dem Markt, war auch Kramerzucht, hab dem das erzählt. Und ich bin so froh, dass ich zu ihm gegangen bin, weil er hat mir nur einen Satz gesagt und das war ganz entscheidend. Er hat gesagt, wenn du dran glaubst, hast du jetzt ein Problem. Wenn du nicht dran glaubst, vergiss es, ist egal. Und ich habe mich sofort entschieden, nicht dran zu glauben. Das hat auch funktioniert und war dann auch kein Problem. An dem Moment war ich ein bisschen schockiert. Klar, da bin ich ein bisschen zu weit gegangen. War eigentlich auch, habe dafür auch ein Eingeschenk gekriegt. War so ein kleiner Schock und das war aber auch ganz gut und heilsam. Ne? Es ist sehr spannend und sehr faszinierend, Grenzen auszutesten und auch an Grenzen ranzugehen. Aber ich war nie jemand, dem es darum ging, die Grenzen eben einfach nur zu überschreiten. Als derjenige, der vorne steht und auch Publikum zum Beispiel mit einbezieht und so, hast du die Verantwortung, dass alle sich wohlfühlen. Das war immer sehr wichtig. Und da sind wir wieder an dem Punkt, dass, glaube ich, ganz entscheidend ist die Art, wie du es machst. Und dass die Leute spüren, die müssen jetzt vor nichts Angst haben. Deswegen mache ich meistens am Anfang in der Show, in der Vorführung auch immer eher erstmal was nur zum Zuschauen, dass die ein bisschen Gefühl dazu kriegen, was macht der, was ist das für einer, und da auch schon ein bisschen so eine Ebene und einen Kontakt aufbauen zum Publikum, auch ein Vertrauen vielleicht herstellen, eine Faszination. Und wenn man dann im nächsten Schritt die Leute auch mit einbezieht oder mitten reingeht oder nach vorne holt, dass man ein bisschen schon vorgearbeitet hat und dass die im Idealfall das Gefühl haben, irgendwie, ja, ey, der ist super, da müssen wir keine Angst haben. Einmal habe ich eine Jonglierkeule dermaßen heftig ins Auge gekriegt. Und da musste erstmal operiert werden. Das Verrückte war zur gleichen Zeit meine Marotte. Da lief ein Riss, der ging immer weiter. Und je weiter der ging, und der ging dann durchs Auge. Ja. Ich wurde operiert, sie wurde geleimt. Wir haben es beide überlebt.
Viele Leute haben mir erzählt, wenn man sich näher kennenlernte und so, haben die immer gesagt, wir wollen aber mal den richtigen Kai kennenlernen. Wo ist der eigentlich? Also der Narren-Kai ist sehr früh sehr dominant geworden. Das ist schon so ein bisschen schizophren auch. In einer Zeit, wo man noch sehr jung ist und auch noch ein bisschen unsicher, grün hinter den Ohren, hat er viel Erfolg gehabt und stand da mit dem Standing und mit dem Selbstbewusstsein, wo eigentlich der private Kai lange nicht mithalten konnte. Also das muss man erst mal sagen, dass so die ersten Jahre oder lange Zeit das schon verrückt war. Man war eben so ein bisschen das Bühnentier, die Rampensau, die losgelegt hat. Das hat super geklappt. Und im Privaten war ich oft so mit Mädels und so völlig schüchtern und unsicher. Das sind natürlich hier, was wir so im Hintergrund sehen, sind teilweise so Reste von der Kinosammlung. Also in diesen 100 Archivkartons sind so Pressefotos, Aushangfotos, Plakate zusammengefaltet. Das ist so, sind so Teile der Sammlung, die da noch sind. Also ob das Schauspieler, Maler, Schriftsteller, Bildhauer, was auch immer. Ich habe Künstlerbiografien verschlungen. Und dann wurde eben aus der Leidenschaft auch für Kino und Filme, besonders eben diese etwas schrägen, unbekannteren B-Pictures und B-Movies, habe ich angefangen, die zu sammeln. Ne? Und habe dann richtig eine große Sammlung aufgebaut, habe dann so Plakate, Fotos, Filme, später dann übers Internet weltweit recherchiert. Dann ist man bis nach Paris und Rom gefahren und hat in irgendwelchen Lagern von Filmverleihern gewühlt. Und besondere Vorliebe hatte ich ja für Klaus Kinski, ne, muss ich gestehen, für den verrückten Kinski. Ich hatte ja eigentlich immer lange zwei Spitznamen, Narren-Kai und Kinski-Kai. Ne? Das war so für eben die Narrenleidenschaft und die Filmleidenschaft. Und das ging dann so weit, dass man hat dann auch an Ausstellungen mitgearbeitet und Texte für Bücher geschrieben. Irgendwann hat meine damalige Freundin mich vor die Entscheidung gestellt, Kinski oder ich, so nach dem Motto, ich bin dann so reingetaucht, ähnlich wie mit der Narrenfigur. Also ich bin dann, glaube ich, manchmal Gefahr gelaufen, mich viel zu sehr reinzuschrauben und dann denkst du nur noch in diesen Kategorien und denkst den ganzen Tag drüber nach, was du recherchieren, wie so ein Detektiv, der da was finden will. Und ich weiß noch, wie ich Kinskis Sohn dann ein Plakat geschenkt habe von seinem Papa, was er nicht kannte und der sich das dann in die Küche gehängt hat und völlig geflasht war. Also da hat man auch echt verrückte Sachen erlebt. Und dann ist man ja selber manchmal auch noch in Filmdreharbeiten reingestolpert. Ich weiß noch, in Amsterdam Mitte der 80er mit meiner Freundin hingetrennt. Dann ging ein Typ mit Aktenkoffer und Anzug durch diese Tische des Straßencafés und musterte die Leute, guckte sich die Leute an, die da saßen. Und bei uns blieb er dann lange stehen und guckte mich von oben bis unten an. Ich hatte damals so eine lange Matte und so geflickte Hippie-Klamotten an. Ja, sie würden gerade einen Film drehen in Amsterdam. Für heute Abend bräuchten sie noch einen Kleindarsteller. Es wird 100 Gulden geben und ein warmes Essen. Und wir, ja, alles klar. Ja, was sie denn da suchen? Ja, sie suchen so einen Drogenjunkie. Ich würde genau passen für die Rolle. Und ich weiß doch genau, wie wir am Set ankamen und ich dem Regisseur vorgestellt wurde. Und der sagte nur, wunderbar, keine Maske, kein Kostüm, der bleibt genauso. Und dann, ich musste in dem Film nur einmal eine Treppe raufrennen, eine Treppe hoch und in so einem Raum verschwinden, da in irgendeinem Hinterhof, Drogenbezirk Amsterdams irgendwie. Aber der Hammer ist, 12 Jahre später habe ich ein Videotape in der Hand. Sieht nach einem ziemlich miserablen B-Movie aus. 12 Jahre später schiebt das zu Hause in Rekorder und in der Mitte des Films läuft ein langhaariger 18-Jähriger einmal eine Treppe rauf und verschwindet oben in dem Raum. Das war echt. Der steckt natürlich auch immer im Gürtel mit der Marotte zusammen und dann gehst du über den Markt und wenn du das Publikum fragst, wollt ihr mal was Beklopptes sehen? Wer will mal was Beklopptes sehen? Und dann melden sie sich und dann, ei, dann gucke mal. Ich bin vor einiger Zeit umgezogen, ist schon ein bisschen länger her, muss ich gestehen. Und habe teilweise noch die Umzugskartons. Hier haben wir, ta-ta-ta-ta, eine Dankesurkunde. Vom Glückskönigreich in Japan. Ein Mini-Deutschland, nachgebaut in Japan. Eigentlich stehen die Gebrüder Grimm ja in Deutschland vorm Hanauer Rathaus, aber die Japaner, die haben alles nachgebaut und dann gibt's halt das auch da. Da bin ich dann immer hochgeklettert. Da haben die beiden Herren gerne mal den Kopf geschüttelt über das, was dann da auf ihrem Schoß geschah. Ach, guck mal, das war auch mit einem alten Kollegen in alter Zeit. Damals beim Ritterturnier in Mannheim. Johannes Vogelfrei kennt vielleicht manche noch von den Veranstaltungen her. Wir hatten sogar mal früher ein Duo, Vogelfrei und Narren-Kai. Kap der guten Hoffnung, Südafrika. Oh Gott, das darf man nur ganz kurz zeigen. Das mag ich ja gerne, ja. Da müsst ihr mal ranzoomen. Die Marotte über die Schulter mit glühenden Augen. Da kommt jetzt so ein bisschen Gruselkabinett und der alte Trashfilm-Fan natürlich wieder durch. Ne? Früher gab es ja eigentlich drei Narren, sag ich immer. Den Narren Max, Ede Ball und den Narren Kai. Und ein einziges Mal waren wir mal alle drei zusammen engagiert. Das war in Taiwan. Die koreanische Ausgabe meines ersten Kinderbuchs.
Ob das dann allerdings Narinkai heißt, weiß ich nicht auf Koreanisch. Ich habe es auf das Titelbild des Obdachlosen-Magazins geschafft. Ha, vor allen Dingen geldlos glücklich. Das war der Knaller, das gehört gar nicht dazu. Da steht eigentlich Narinkai von Narinkai. Da haben wir den Charivari-Umzug gemacht, diesen Narrenumzug, wo so ein Riesentuch gespannt war mit einem Loch in der Mitte. Und dann wurde sozusagen der König der Grimassen gesucht. Wer die extremste Grimasse macht, auch aus dem Publikum konnten Leute mitmachen. Die haben ihren Kopf dann durch das Loch im Tuch gesteckt. Und wenn ich dann dabei war als Höhepunkt, hat natürlich zum Schluss dann das heftigste Gesicht, hat der Narr seinen nackten Hintern dann durchgesteckt. Eine meiner Lieblingsrollen, Alehain. So, nun will ich Sie mal was erzählen. Gib mal hier, das ist der Fiete hier, ne? Der Fiete, was würden Sie sagen, was hat er für ein Gewicht, meine Frau? 100 Gramm. 100 Gramm? Der hat gut sein Kilo, du! Pass mal auf, und diesen Prakt, oder kriegst du große Augen, ne? So einen möchte ich auch gerne meine Büchse haben, ne? Guck mal, deine Frau, du, die guckt schon ganz gierig. Ich habe meine ganzen, ich glaube seit 1985, habe ich meine ganzen Terminkalender noch und die auch so eine Mischung aus Terminkalender und Tagebuch. Und ich habe angefangen jetzt in der Corona-Zeit, diese ganzen Daten, die ich da habe, also wirklich jeden Auftritt oder besondere Reisen, besondere Erlebnisse, die habe ich alle in einer endlosen Kette rausgeschrieben aus den Kalendern und habe die aufgeschrieben, so eine riesen Datenmasse. Und parallel dazu habe ich angefangen, ich nenne das so die Narrenkappenfotos zu machen. Also das heißt, ich bin so durch Deutschland getingelt und habe immer so eine Tasche mit alten Narrenkappen dabei gehabt und habe die dann da, wo ich war, aufgesetzt. Also ich bin mal auf ein Denkmal geklettert, habe aufgesetzt. Konrad Adenauer in Köln hat eine Narrenkappe gekriegt. Das war ein riesen Volksauflauf da und Diskussion, ob man das dürfe und so. Diese eine Art von Bildern, da kombiniere ich diese zwei Sachen, diese massigen Textdaten aus meinem Leben, diese Buchstaben- und Zahlenketten, kombiniere ich mit diesen Narrenkappenbildern, die ich irgendwo gemacht habe. Was für einen Wert das hat, ob das andere Leute interessiert, muss man sehen. Erstmal freue ich mich, dass ich da so was Neues habe, eine neue Leidenschaft habe. Und dann habe ich ein Foto gemacht, wo ich das auf so einen kleinen Waldweg gestellt habe. Das Auto mit den Narrenkappen, über sind keine Menschen drin, ja, nur die Kappen über den Kopf stützen. Und sieht aus, als würden da so zwei Typen drin sitzen mit Narrenkappen auf. Und dann habe ich so 5, 6 Bilder gemacht und zu Hause später sehe ich, auf einem Bild fährt gerade hinten ein Polizeiwagen vorbei. Wirklich so ein bisschen so Geschwindigkeit mit dem Blaulicht da irgendwie und vorne wie so die Gangster da auf dem Waldweg. Naja, das sind so Sachen, die entstehen dann einfach. Ne? Ich schreibe viel und bastel im Moment, ja, ich sag mal, an einem Buch über mein Leben, so was man alles erlebt hat und die verrücktesten Anekdoten und Geschichten. Mein Lebenstraum wäre wirklich, als Narr alt zu werden und irgendwann noch als alter Narr auf der Bühne zu stehen und zu spielen und die Leute erreichen und berühren zu können und ergreifen zu können oder schockieren zu können, je nachdem. Aber natürlich im Idealfall, dass die Figur mit einem wächst und sich verändert. Das ist wichtig. Weil wenn du natürlich versuchst, als 60-, 70-Jähriger eine Narrenfigur zu spielen, die einem 30-Jährigen entspricht oder 20-Jährigen, das haut irgendwie nicht hin, dann geht's nach hinten los. Und dann kannst du echt Gefahr laufen, dieser abgehalfterte Tingeltangel-Entertainer und die Gags ziehen nicht mehr. Das ist natürlich eine Gefahr. Aber ich hoffe und glaube eigentlich, solange du das mit Leidenschaft füllst und liebst, was du machst und offen für Neues bist und besonders auch die Improvisation aufrechterhältst, glaube ich schon, dass das funktionieren kann. Jetzt bin ich 53, mit 18, also so 34 Jahre habe ich schon geschafft. Schauen wir mal, ob es klappt.